komm, weg hier. Was sieht, wie sieht's denn bei mir aus? Was habe ich denn verloren? Oh, ich habe 2 Reiter verloren, ne? Ja. Alles gut, ist nichts passiert. Jetzt reicht's. Jetzt greifen wir an. Es ist Zeit. Zeit, alle kaputt zu machen, die wir so kennen. Die hauen ab. Die. Boah, die werden zu gespickt gerade mit Fallen. Alter, die fangen sich halt gerade alles, ne? Ein definitiv sehr offener Schlagabtausch. Die haben versucht, uns zu kriegen. Wir haben einfach nur ganz wild gegengehalten. Würde man sagen. Passt. Der Sieg ist unser. Enough. I give up. Enough. Akrum. Vassilia, Ulbesos, Nestes. Wir haben ziemlich viele wieder. Okay, cool. Haben die denn? Wir haben Katafakte. Das war gut. Das war's. So, passt. Den Rest. Ach, lassen wir alle da. Ist jetzt auch egal. Die haben ein unfassbar. Okay, gut. Das ist genau unser. Ausrüstung. Manchmal haben sie auch richtig, richtig sexy Ausrüstung. Aber diesmal nicht. Nee. Nicht mal eine gute Waffe. Nichts. Ist nicht schlimm. Ist einfach nicht schlimm. Wir werden einfach mal gucken. Onyra hat sich beruhigt. Wir haben bessere Ausstrahlung, Chance überreden zu verwandeln. Was war das denn? Ja. Ich würde mal sagen, Burg Corenia ist die nächste Baustelle. Gut. Ich würde gerne hier noch bei Onyra Recruiter 150 NA holt mal ein paar Leute ran. Damit wir hier gut aufgestellt sind. Hier ist eine bisschen größere Armee unterwegs. Wir warten kurz. Wir werden versuchen, Onyra so schnell wie möglich zu befreien. Onyra sage ich schon. Wie sieht's denn aus? Corenia hat eine große Garnison. Die kümmern sich gerade um den. Morenia ist mir egal. So. Ich würde mal sagen, 502. Ich liebe es. Die Kusaits haben echt versucht, die ganze Zeit gegen uns zu stinkern. Haben es aber nicht so geschafft, wie sie gerne wollten. Okay. Wir machen das so. Na komm, folgt mir schon mal. Wir machen das exakt wie eben auch. Die gehen vor, die bleiben hinten. Die gehen gleich in eine schöne Runde. Und wir kümmern uns gerade mal um alle, die da irgendwie rumkleuchen und fleuchen. Nämlich alle Reiter, Bogenschützen, whatever. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man die Reiter wegbekommt. Und? Und einmal durchgeritten schon mal. Damit wir möglichst viel Schaden machen. Geht ruhig vor. Alles gut. Lass doch mal kommen.
Lass sie mal kommen. So. Boah, mit dem langen Teil hier. Aua. Ich würde gerne sagen, greift sie an, aber wir greifen sie ja schon an. Boah. Gillette ab die. Das Ding ist ein Killer auf dem Schlachtfeld. Also wenn es um Reiter geht. Wo das Auge hinreicht. Es trifft so viele. Okay. Kümmert euch um die Bogenschützen. Ich versuche mal von hinten hier ran zu dödeln. Oh ja. So. Kriegt sie um. Oh ja, das ist übel, das ist richtig übel gerade. Kommt denn noch hier jemanden? Den habe ich. Der war mir. Oha. Hallo. Side by side, komm, greift sie an. Keine Chance mehr. Ihr seid sowas nicht gewohnt, glaubt mir. Wir sind gerade gegen jeden gewappnet, kann das sein? Ich habe einen verloren, was war das? Einen Katafalk, das ist okay. Ja, würde sagen, der Drops ist gelutscht. Das ist übel. Ach, Esur, Mehir und so weiter und so fort. Wir hätten so gute Freunde werden können. Naja, können wir ja noch immer irgendwann mal. So, was? Nein, nicht in den Fürstensaal. Ich würde am liebsten ins Verlies gehen und allen mal Hallo sagen. Verlies. Da. Und dann haben wir... Ja. Das ist einfach nur übertrieben. Na. Da. So. Ansonsten sind alle Leute drinne. Ja. Ich habe mein Limit überschritten. Ist aber auch okay. Achso, ich geh mal rein. Hallo. Alter, guckt euch das mal an. Das will ich jetzt mal sehen. Einfach nur, weil wir hier einen Haufen von Leuten eingesperrt haben. Hey, Hurunak. It's been a while. Also. Dankeschön. Guck dich das mal an. Wir sind sogar drei in einem Saal. Wir haben schon keinen Platz mehr, sorry. Es ist noch eine Zelle offen, aber wir wollen ja, dass es nicht kalt wird. Was? Habe ich nie gesagt. 302 Garnison, also die Garnison hat schon lange gehalten. Also. Ja, jetzt wird's spannend, sag ich mal so. Was sollen die jetzt gegen uns machen? Die haben halt gar keine Handhabe, nichts. Die haben weder Truppen, sonst noch was. Also, beziehungsweise bestimmt haben sie irgendwo Truppen, aber die paar? So, was wollen die jetzt gegen uns machen? Was wird so tun? Das ist gerade mein Gefühl. Okay. Also mir fehlt noch immer der Kampf gegen da hinten, ne? Gegen Balgard.
wir könnten wieder versuchen, dort rüber zu reisen. Könnte uns am Prähler versuchen zu holen. Ich glaube, der Kampf macht gerade ein bisschen mehr Sinn. Nö. Ja, ein paar Leute werden immer fliehen. Tut mir leid, wir haben halt einfach die Überhand. Es tut mir so leid. Okay. Aber nicht hier, der kommt. Okay. Würden die wenigstens nur halb so viel wollen, aber... Was wird belagert? Kurenia. Ja, weil da so viele sind, ne? Das macht am meisten Sinn. Ich glaube nach Kurenia zurück, wenn ich ehrlich bin. Weil in Kurenia sind so... Die haben Kurenia schon erholt. Die hatten gerade richtig Bock drauf, ne? The army is on an exhaust from the conflict with Kuzit. Oh nein. Oh nein. Aua, das hat weh getan. Oh, das Game ist abgestürzt. Bis gleich. Lüge, das Game ist nicht abgestürzt. Das war ein kleiner Bug. Okay, also... Jetzt muss ich kurz verstehen. Wir haben den Kampf gegen... Die zahlen Tribut. Aber die haben Kurenia bekommen, die Drecksäcke. Ich markiere mir mal Kurenia als das, was wir schon mal hatten. In der Hoffnung. Oh. Balgard ist wieder übergegangen. Nicht so schön. Okay. Was ist denn los? Wollen Leute hier aufsteigen? Ja, wir können locker noch ein paar Leute zusammen trommeln. So, unser Ritt führt uns nach oben. Nach Norden wieder. Nach Balgard. Und ich brauche dringend Männer, die mir jetzt bei der Belagerung nochmal helfen. Genau, Tarus kommt ja da vom Eck rüber. Und ich will halt so heftig es geht einfach hier jetzt draufhalten. Ich bin voller Hoffnung, dass meine Leute gleich kommen. Da sollten noch ein paar rüber dösen. Düsen, nicht dösen. Gott, ich bin zu langsam. Ich enthalte mich. Ich habe diese Stadt mit Mühen, mit all meiner Liebe aufgebaut. Ich werde jetzt nicht nochmal warten, bis die sich dieses... Okay, Tarko. Okay. Gut, sind wir wieder im Krieg. Ist halt so, wollen sie so. Ein Angriff. Gut. Gut. Greifen wir an. Wird schwierig. Das wird echt kein leichter Kampf werden. Ich möchte die gerne rausziehen hier. Okay, die wollen uns in der Enge haben.
Wir bekommen uns aber wo ganz anders. Jetzt aber. Okay. Jeder einzelne Schlag. Ich versuche jetzt die linke Flanke aufzureißen. Perfekt. Okay. Immer feste drauf. Und jetzt die Bogenschützen weg. Dann sind wir nur noch im Nahkampf. Na komm. Nein. Da ist das schwer. Da oben sind halt Leute. Nein. Okay, passt. Unsere Bogenschützen kümmern sich drum. Gut, passt. Oh, Treffer. Ah, schade. Noch einen Wurf. Na, schade. Gut, war ein Versuch wert. Aber wenn die gleich oben sind, dann ist eh vorbei. Ja, sag ich doch. Jetzt klatscht es da oben. In alle Ecken. 42 nur noch. 39. Ach, die rennen. Die müssen dann nochmal hochrennen. Ja, gut. Den Kampf warten wir jetzt ab. Sind nur noch 18. Aber schade, der Kampf gegen die Kusait hat dazu geführt, dass wir ausgeschwächt wurden oder abgeschwächt wurden. Ich frage mich, ob wir irgendwann zum König gemacht werden. Einfach nur, weil wir so stark sind. Ich greife, ich mach das wieder so, mit meinen Leuten an. Die sind stark genug, die hauen da so richtig einen weg. Los geht's rein da. So. Passt. Sodli. Würde mal sagen, 4 Leute nur noch in der Burg. Lea hat eben richtig ausgeteilt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und dann haben wir die. Haben wir die. Und dann können wir die gleich verkaufen. Meine Güte. Gnade zeigen. Annehmen. Fortfahren. Oh, Athletik ist gar nicht mal so schlecht sogar für uns alle. So, wir lernen alle Athletik, passt. Wir gehen in den Tavernenbezirk, verkaufen die Leute. Ich habe ein großes Problem mit dem... Oh, Taktik haben wir bekommen. Feind geschickt werden. Oh, okay. Ja, passt. Ich will gerne erstmal ein paar Sachen verkaufen. So. Passt. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir haben so viel Zeug bekommen. Salz, Keramik, Leinen, Schweineeisen, Kuh, Schaf, Werkzeuge, Fell, Roheisen, Wolle, dies, das, passt.